Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Der Security Code ist 4081. Right, copy. Okay, super. So, Herr Rustami, Sie hatten einmal vorhin mit dem Kollegen gesprochen, mit der Kollegin, und wollten da auch mal ein Gespräch mit dem Facharbeiter. War das eine Frau? Ich die ganze Zeit denken, mit einem Mann sprechen. Moment, ich schau mal da kurz nach. Ja, hatten Sie mit der Mia gesprochen oder mit dem John? Der ist eine, ich denke, es ist ein Mann, aber vielleicht eine Frau gewesen. Dann ist ein, war sehr nette junge Lady. Das war die Mia, ganz genau. Right. Nee, gar kein Problem. Ich denke, es ist ein Mann, aber heute kann sich ja jeder aussuchen bei Passportinnen. Right. ganze Welt krank geworden. Ja, die ganze Welt spielt verrückt, da gebe ich Ihnen recht. So, Herr Rustam, wir werden uns jetzt mal unterhalten. Ich werde mich bei Ihnen auch verifizieren, ja? Okay. Einmal mit meinem Ausweis. Jetzt, Sie sind im Straßenbau tätig, ja? Aha. Okay, interessant. Ja, was genau macht man da? Ich habe jetzt gar keine Vorstellung. Reparatur machen, neue Straße machen, wenn das bei Deutschland Neubaugebiet machen, Straße bauen, Kanalisation bauen, Leitung machen, okay. Wenn das Glasfaserkabel überall kommen, Straße aufmachen, Kollegen von elektrischen Kabel reinlegen, wir wieder zumachen. Oh, okay. So okay. Bei ganzen Tag machen. Okay, also gut. Ist du gut? Ja, das ist alles in Ordnung. Ich mache kurz die E-Mail fertig, um mich einmal zu verifizieren bei Ihnen. Aha. Was bedeutet? Ich schicke Ihnen einmal ein Foto von meinem Ausweis, damit Sie wissen, mit wem Sie hier einmal sprechen, mit welchem Fachberater. Okay. Mal, ja, auch mit dem Ausweis verifizieren, weil schlicht und ergreifend, ja, aufgrund der Regulierung und der Lizenzierung müssen wir das machen. Ja? Weil Sie sind hier in einem Finanzunternehmen, hier geht es um Finanzen, ja? Da kann man nicht mit irgendjemandem einfach so nur reden, ja. Weil hier geht es wirklich einmal ums Geld verdienen und dass man ihnen da tatsächlich zeigt, wie man da Geld verdient, ja, falls da Interesse besteht. Ja, ich möchte sehr gerne bei das Company Geld verdienen, bei okay. Bitcoin machen, ja. Okay, ja, da kommen wir gleich dazu. Ja. Sie haben einmal, ich sehe hier, Sie wollten eigentlich Geld verdienen, um ein Haus zu kaufen. Das war richtig. Und das Haus kostet 60.000. Tiny House machen. Ah, so ein Tiny Home. Right. Okay. Möchten Sie auf Englisch reden? Ist es vielleicht besser? Nein, ich muss der Deutschland sehr viel üben. Das ist eine schwere Sprache, aber ich kann viel Zeit geben. Ah, okay. Ja, wenn es auf Englisch einfacher ist, ist das auch gar kein Problem. Okay, wenn ihr ein Wort nicht findet, dann werde ich das sagen. Natürlich, weil wir arbeiten auch mit London zusammen und natürlich auch mit New York. Und sehr gut, sehr gut. Muss. Ja, genau. So, jetzt, Herr Rustami, sind Sie denn vor Ihrem PC? Aha, habe gerade das E-Mail mit Passport bekommen. Rückseite gar nicht dabei, das normal? Ich schicke Ihnen auch die Rückseite, das habe ich jetzt übersehen. Oh, okay. Sorry dafür. Gut, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Ja, vielleicht eine andere Menschen sonst nicht mögen. Ich wollte nur sagen. Ah, ja, genau. Nee, das ist vollkommen richtig. So, jetzt muss ich da mal Rückseite.
auch einmal abfotografieren und hochladen. So. Und dieses Tiny Home, ist das praktisch, ja, sowas wie diese, praktisch wie Container. Nein, von Space, like Container, aber Schoner bei innen drinnen. Man einen kleinen Cooker haben, nach oben ein Staircase haben und Sleeping Area und kleine Garten machen. Staircase und alles. Oh, ja, okay. Aber in den kleinen, das ist 65 Quadratmeter. Ja, aber das ist okay. Mit Solar Power und bei Vollstadt. Nicht viele andere Menschen leben, sehr ruhig machen, mit schönen Garten machen und Meditation machen bei Garten drinnen. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, weil so ein Container, der hat normalerweise 28 Quadratmeter, das weiß ich. Das war sogar für mich mal interessant. Ja. Oh. Aber ja, aber mittlerweile, ja, ist das doch anders gekommen, ja, aufgrund des Berufs und allem, hat man dann doch ein größeres, ein richtiges Haus. Ja, weil mit drei Kindern kann man nicht bei Tiny House leben. Okay, ja, haben Sie Kinder? Nein, nicht haben, darum sagen. Weil du Single Mann, kannst du bei Tiny Home leben, aber nicht mit Extended Family, nicht. Kann man nicht so viele Menschen da reinstecken, weil dann hätte ich auch bei India bleiben können. Ja, genau. Sie kommen gebürtig aus Indien? Bangalore, India. Hindustani. Oh, okay. Ist das gut? Okay, so jetzt müssten Sie auch meine Rückseite bekommen. Das ist sehr schnell E-Mail gekommen. Genau. So. Jetzt, wie viel Erfahrung haben Sie an der Crypto Market? Gar keinen. Bei Kollegen sagen, anfangen und Kontrolle machen. Okay. Welche Kryptowährung kennen Sie denn? Oder wie sind Sie überhaupt auf die Kryptowährung gekommen? Also das bei X immer bei Dr. Elon Musk gucken, was der immer schreiben. Mhm. Einmal, ich habe das Dogecoin Hype, ich habe nicht I missed it, ich habe der nicht mitbekommen und jetzt möchte ich der bei Bitcoin auch immer gut gehen, mal weniger gut, mal mehr gut. Ich möchte Investment machen. Okay. I will be direct and I will ask you directly. Okay. Do you know what arbitrage is? Arbitrage trading. Never heard before. Never heard before. Yeah, that's the problem of most of my clients, that they don't have heard about anything. They don't know what to do on the market. I will also send you a link about arbitrage. You can read it. Ist das was anderes als Bitcoin oder eine andere Sache machen? Nein, es ist eine andere Art von Handel. Das ist etwas, was für Sie extrem interessant ist. Okay. Weil wir werden einmal jetzt Schritt für Schritt durchgehen, damit Sie das auch verstehen. Okay. Und nicht auf unserer Webseite, sondern auf Google, Wikipedia, es steht überall. Aha. Das ganze Internet ist einmal voll. That's the newest thing. It's really, I've done it in the US, I've done it in the United Kingdom, I was around. And everybody is now on the arbitrage trading. I will show you how it works. Yeah? Okay, that is good. I will show you everything. You will really, really have some, insights on the market. And if you want, we can do this. It's all also, it goes fast. You don't have to wait for it 6 months or 1 year. No, it's really, really, if you, I don't know, want to earn some money, it can be already done in 3 to 7 days. So schnell funktioniert machen?
Ja, ich werde Ihnen das jetzt mal zeigen. Natürlich so gut. Möchten Sie das auf Deutsch oder auf Englisch einmal durchlesen? Weil, vielleicht für einmal Englisch für better understanding und Deutsch für comparison machen, zur Kontrolle machen. Zu Lernfortschritt machen. Ja, okay. Deutsch ist eine sehr schwere Sprache. Ja. Weil du bei India, da musst du nur mit Hand, eine Handbewegung machen und böse gucken und Leute alle wissen, was sollen die machen. Bei Deutschland gleich Polizei kommen. Ja, Deutschland ist ein bisschen, ja. Das ist nicht immer so einfach. Ja, Deutschland ist kompliziert. Aber ich sehr mag. Ja, es kommt drauf an, ja. So. I will send you the link in a few seconds. Wir jetzt bei bei unser City Center, die wir Statue von Angela Merkel bekommen. Was? Aha. Weil der ganze Menschen eine Ehrung von Dr. Angela Merkel machen. Ja. Weil der ein bei dort gegangen bei Kindergarten. Oh je. Yeah. Die Memorial Plate so. Machen für Dr. Angela Merkel. Na, super. Ich habe ihn jetzt mal von Investopedia. Investopedia, it's the most famous site for investing and everything. Okay. There you will see arbitrage, how arbitraging works and investing with examples. Okay. So you can take a look, please. You can read it. I will stay on the line, yeah? Ich kann sehr gut bei Multitasking machen. Ich werde ein bisschen lesen und ein bisschen reden, ein bisschen erzählt machen. Natürlich. Was der für mir bedeutet, weil das Kollege jetzt 250 in Europa bei deiner Firma geben, wie viel Geld kann man damit machen? Nicht viel. Aber warum wir dann darüber reden? Ich dachte, das ist sehr gut für mich. Das ist eine berechtigte Frage. Ich werde Ihnen sagen, warum man darüber redet. Ja. 250 Euro ist normalerweise für Menschen, ja, die 20, 25, 30 Euro im Monat verdienen möchten. Ich spreche ja aber jetzt mit Ihnen und Sie wollen ja eigentlich mehr verdienen. Right. Sie sind ja zum Beispiel ein Kunde, der möchte Geld für ein Haus verdienen. Aha, Tiny House, ja. Ja, Tiny House, egal. Aha. Es ist egal, ein Haus ist ein Haus. Das ist richtig, das ist das Haus drinnen. Ja, das ist the roof over your top of your head and that's the most important thing in life. Right. Darum immer eines, bei India den heiligen Menschen immer Turban tragen, weil immer über deinen Kopf immer ein Dach geben. Braucht ein Dach, ganz right. Genau. Ein guter Mann, du bitte ein guter Mann, du hast verstanden. Dankeschön. Ja, es geht darum, ja, wenn ich jetzt, ja, ich könnte mit Ihnen jetzt mit den 250 Euro handeln und machen und tun und dann irgendwann mal, ja, Herr Al-Rustami, dann würden Sie mir sagen, okay, Jürgen, wann verdiene ich das Haus? Und ich würde sagen, ja, vielleicht in 20 Jahren. Oh, das ist ja. 20 in Jahren nicht sehr viel Zeit. Ja, ich möchte dir aber, Rakesh, wirklich zeigen, wie man es schneller macht. Und okay. Deswegen möchte ich, dass du über diese Arbitrage liest. Aha. Weil ich zeige dir, was Arbitrage ist. Du wirst auch, ja. Hier hat man ein sehr schönes Beispiel. Da kommt man, sell dollars to buy euros. If you buy 1 million, ja, and then divided on 1.1586, you will get 863,000. That's the power of the multiplying system and the power of the volume. Ich verstehe. Okay. But,
Ja, aber ich möchte das nicht mit Euro und GBP und sonstige machen. Lies dir einfach nur das Beispiel durch. Ich zeige dir dann ganz genau, womit wir das machen. Aha. Gerade der Formula Legend, das ist sehr interesting, ja? Das ist gut. Und auch mal Arbitrage ist risk-free. It's not with some risk. Okay. Because it's simply buying and selling stuff, you know? That is very good. Yeah, if we two together, if we can buy a product for 100 euro on market X, yeah? From Elon Musk? If on X? We can buy something. No. If we can buy a product for 100 euro and sell this product, the same product, for 105 euro on the other market, we will have this 5 euro, right? Yeah, it's profit. That's how the market working. Yeah. And that's arbitrage. Simple. Ja, guck mal, dann können wir der auch machen. Das ist ja besser, weil ich will ich nicht 20, gut, ich jeden Monat Geld sparen, aber will ich auch nicht noch 15 Jahre bei Tiny House warten. Ja, genau. Du wirst überrascht sein. Ich will dir nicht zu viel versprechen, ich möchte, dass du das selber siehst. I want it that you see it by yourself. I got you. Ich habe das verstanden. Okay. Ich meine Deutsch sehr gut verstehen, aber nicht so gut reden. Ich war 5 Jahre bei Goethe-Institut bei Bangalore. Okay. Sehr schön. Das ist sehr gut. So, wenn du das gelesen hast, kannst du mir das gerne sagen, dann schicke ich dir den nächsten Link. Ja, ich habe das ein bisschen muss man lernen, aber ich denke, ich habe der verstanden, dass ich dir kaufen und verkaufen für bessere Deal machen. Genau. So, jetzt kommt schon, jetzt werde ich dir auch gleich, I will send you the next link. And that's a link for the crypto market. There we can see prices for crypto. Aber jetzt, du gerade sagen, ist Arbitrage besser als Bitcoin? Oder habe ich der nicht ganz richtig verstanden? Das haben Sie nicht richtig verstanden. Okay. Wir werden Arbitragehandel mit dem Bitcoin oder Ethereum machen. Yeah. You can do arbitrage, whatever you want. You can pick the product. Good. It doesn't matter which product it is. That's very good. If we can, I'll send you the link from CryptoRadar.com. Okay. Bitcoin und zu kaufen. Das heißt, wenn wir hier jetzt Bitcoin einkaufen, I can buy one BTC now. For 48,214. Aha, ist ja aber auch mal bei 80,000 gewesen, ja? Genau. But now I can buy it for 48,000. Yeah, we will make the. Yeah. Das halben Gewinn machen oder Verlust machen? Nein, es gibt keinen Verlust, weil wir kaufen für 48,000. Wir können aber verkaufen. Das sage ich dir gleich, für 57.924. Das sind fast 10.000 Euro Differenz. Oh. Yeah. But take a look by yourself. I want you to take a look by yourself. Aha. Wolltest du E-Mail schon schreiben? Ich noch keine bekommen. As long as you don't see it by yourself. Du E-Mail schon schreiben? Ja. Noch nicht gekommen. Aber ich kann warten, das ist kein Problem. Okay. Did you get the email? Noch nichts bekommen. Noch einmal gucken, okay. Aber keine kommen. I will send it again. Okay. Aber was soll ich jetzt? Soll ich jetzt meine Geld bei Bitcoin geben oder Arbitrage machen? Ja. Aber ich möchte, dass du das erstmal siehst.
I want to inform you in first line, and then we can make a deal to do the arbitrage for you. Dealing, okay. E-Mail ist gekommen. Ich werde auf es gucken, ja? Ja. Das ist sehr gut. Da steht jetzt, Bitcoin kostet 51.000 Euro. Okay. Just a second, I want to see that also. Yes. Now scroll down, please, and search the lowest price. Okay, muss ich mal gucken. 51 Akt. Okay. Okay. Write this number down, please. I will copy paste. Okay. Okay. Now scroll up again. Okay. Und du siehst Verkaufe, dann geh ein auf Kaufe. Yeah, I got it. It's loading. Okay, got it. Okay. Welchen Preis siehst du jetzt? Ganz oben 52.000 und ganz unten 57.000. Okay, genau. Jetzt, du kannst dir entweder 57.000 aufschreiben oder 54.866. Ich nehme die 57. Okay. Ja, das sind fast 10.000 Euro bei Unterschieden machen bei den Zahlen drinnen. Nur durch Verkaufen und Einkaufen und Verkaufen. Okay, das ist gut, oder? Das ist gut. Und das dann nicht wie bei das Investing, man nicht das nicht eine Monat dauert. Man kann bei einer Shopping hingehen, kaufen, zu anderen Shopping gehen und verkaufen. Ganz genau. You got it. So, ich muss 50.000 Euro finden, right? No. If you do it only with the half of it, with the half of a Bitcoin, yes, you will get also the half of the margin. You will not make $10,000, but you will make $5,000. 5.000, ich schon verstanden. Yes. Die gleiche Prinzip, okay? Yeah. So we can do this buying and selling 8 times. Or, I don't know, if you do it 10 times, you will have 50,000. If you do it 12 times, you have your tiny home. Now you got me. Oh, that's incredible, right? No, it's not incredible, it's the market. It's great, criticizing, right? It's sehr gut, sehr gut, sehr gut. No. Do you know what the most, was das Schlimmste ist, was die Leute nicht machen? Bitten. No, yeah, also praying. but if you pray to God, God will not give you the money, right? That's right. God will give you health. God will give you health, love, and everything else. But He will not give you money, right? Right. Da müssen wir selber machen. Ganz genau. The Schlimmste is the people are not informing themselves what they can do on the market. And that's exactly what I'm doing. I am informing you. So, okay. I'm your money maker. I'm your capital. Nice. Yeah. But let me ask, you give all that information, du hast so viel gute Idee, aber was kostet dein Service? Wie viel kosten? Mein Service, ich kriege, wenn ich einmal Arbitragehandel für dich mache, I will get from the liquidity provider $500 to $1,000 per buying and selling, because we are using this provider. So you're not paying me, the provider, the liquidity provider is paying me. Oh. So you don't have this problem at all. That is very good. Es ist sehr gut, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ne? Ja. Wir beide machen das, ja. Wir machen Deal. Ich sage,
Ganz genau. Und ich sage, Herr Rustami, ja, ich bringe jetzt an den Liquidity Provider, ja, BTC Bit, weil wir da 0,5 Bitcoin einkaufen. Ich bringe Herr Rustami, dann sagt BTC Bit, thank you that you bring me the client. Do you want to do arbitrage with him? I will say yes. Okay. We are buying and selling, yeah, and he will thank me in form of money. Money, yeah, money. Me for that, that ruling the world, right? The client. Yes, yes. Not only money, also knowledge. If you don't have the knowledge, you will not earn the money. That is good. That is sehr gut. Ich das sehr mag. Yeah. Das hört sich alle sehr gut für meine Ohren, okay? Es ist gut. Es ist gut. How interesting is this arbitrage for you? I like. Ich würde das sehr mögen. Okay. Was schnell, okay. Es geht schnell, ja? Ja. How much money you want to earn? bei der Frage, alle. Alles? Okay. Then, aber sehr, sehr, sehr einfach, ja? Muss man nicht, ja, es ist einfach. Du wirst das sehen. Ist das legal? Legal? Es ist legal. Okay, ist legal. Weil ich will nicht, dass den mehr Abschiebung machen. Nein, machen die nicht. Gut. Weil the cryptos are a DeFi, they are decentralized financial. Yeah? There is no FCA, no BaFin, no nothing. Yeah? Okay. Yeah, everybody can trade, buy and sell crypto. Yeah. Yeah, crypto. Yeah, and that's exactly what we will do. Das ist gut, oder? Dann können wir machen. That's not a problem. Was kannst du mir gute Deal bauen? Bau mir gute Deal, meine Kollege. Ja, es kommt drauf an. Jetzt, Rakesh, wie viel kannst du investieren? Nicht für Tiny House, weil du sagst, das ist eine halbe Bitcoin. Ich für Tiny House 25.000 bei Kopfkissen haben. Ja, okay. Now, if I'll send you the wire details for the liquidity provider, how fast can you do the wire? Now. Okay. So, we will have to pick the lowest one. And please, we won't forget, when you do this, you have to verify also yourself. You will see the money on your portfolio. Yeah? Okay. Das nächste ist, wenn du das machst, ja? Ich werde genauso viel mit dir investieren. Was bedeutet? Ja? Wenn du 25.000 machst, mache ich auch sofort 25.000. Als Sicherheit. I will give you a guarantee. Oh. To guarantee your portfolio. Yeah, yeah. That's something what I didn't mention to you, because I didn't know how really, yeah. Das ist eine sehr gute Idee. Wir bei Deutschland sagen, gute Idee, oder? Es ist keine Idee. Es ist schlicht und ergreifend, ich sag dir das auch ganz ehrlich, Rakesh, ich will mit dir mitverdienen. Ein guter Plan. Also das, was, gut Plan. Was du investierst, investiere ich auch. Gut. Ja. We will make money together, yeah, right? Simple thing. Ich mag das sehr gerne. Geld ist sehr gut. Ja, aber es ist auch eine Sicherheit, ja? Ja, immer das haben. Das ist logisch. So, right. I will. Und wo ist jetzt dein Company? Kollege sagt Switzerland, Kollege sagt Deutschland, ja, Kollege sagt Lithuania, Kollege sagt Poland. Ja, wir haben viele Sitze. Ich selber aber bin in Switzerland. You have my phone number in my office. Aha. When you scroll down in the email, you will see my WhatsApp and you will also see my number in my office. Okay, das ist sehr gut. Okay. Aber du deutsche Passport schicken. Warum deutsche Passport geben? Bitte kannst du nochmal wiederholen, Rakesh? Du hast bei meinem E-Mail deutsche Passport schicken, aber sagst du Switzerland leben? Ja, ja.
Ja, ich bin in Zürich, ist einmal eine Zentrale. Oh. Und Züricher Markt ist auch okay. Und ich werde dir auch noch was verraten. Gib mal im Google Signum ein. Signum ist the first crypto bank in the world. And that's in Zürich. Und du für den arbeiten? Wir arbeiten mit denen auch zusammen. Oh, nice. You will be satisfied. So viel Input für eine kleine Änder. Sag mir, was soll ich machen? Ich schicke dir gleich einmal die Wire-Details, aber warte, ich möchte zuerst einmal... Aber du mir sag, wenn wir dicke Profit machen, wie lange dauert bis dann kommt bei, weil von Bitcoin kann ich kein Haus kaufen, brauche ich bei Sparkasse. Nein, Bank drinnen. Du kriegst das, die Auszahlung passiert immer auf dein Bankkonto. Aber oh. Okay, das ist sehr gut. Sollen wir dann machen, du dies jetzt bei deiner Company Überweisung machen und du mit dem Geld Profit machen, zeigen, dass bei euch auch das Auszahlung gut natürlich klappen und dann können wir Fett Investment machen. Sollen wir so machen? Ich werde dir jetzt schon 25.000 auf dein Konto geben. Okay. Ich werde dann auch einmal, also meinerseits wird es gleich passieren, ja. Aha. Was ich dann von dir brauche, ist einmal, wie gesagt, auch dein Teil des Investments. Wir werden dann auch direkt, sobald ich den ersten Handel mache, direkt auch eine Auszahlung machen. Right. So, Moment. Hast du dich schon eingeloggt? Wo denn? Was denn? Wie denn? That you can see your portfolio. But how? Where? I will show you. I'll show you everything. No problem at all. So. I have only to transfer my money to your account now. Aber wo soll ich mir einloggen machen? Das zeige ich dir gleich. Dann wirst du auch gleich sehen, dass ich meine 25.000 bei dir drauf transferiert habe. So, ich werde dir da jetzt auch einen Link schicken. Okay. Ja. Did you get the wire details? No. Ja, der habe ich bekommen. Die sind angekommen. Okay. Das gleiche wie vorhin, oder? Genau. Es ist dasselbe Unternehmen. So, warte, jetzt kriegst du einmal gleich einmal den Link und das Passwort. Ich muss kurz ein Side-Tee holen. Ich bin gleich wieder bei deiner, ja? Ja, alles klar. Hallo. Ja, hallo. Da bin ich wieder gekommen. Entschuldigung, muss ich einen Trinken haben? Ja, gar kein Problem. Ich habe dir jetzt einmal noch eine E-Mail geschickt mit dem Webtrader, mit dem Link. Webtrader. You will see the link and your password. Please click the link and type in your password. You can change the password if you want. It's not very secure, right? Yeah. It's better to change it. But you will see your balance. Yeah. You will see that I've done my part. As I promised you, I added this amount, which we said. You will see you have a free margin of 25,250 euro. I can see, right? Yeah, you can. You will see it. Ich kann dir jetzt gucken. Ich kann den Seiten aufmachen. Genau. Was siehst du jetzt ganz genau? Da steht mein Name, Trading Account und der Geld.
wie viel gekommen. Okay, wie viel Geld siehst du? Und da steht Balance 250 in Europa und insgesamt 25.250 in Europa. Ganz genau. So, you see, I kept my promise. Jetzt, wie gesagt, wenn du jetzt diese auch deinen Teil erfüllst, bitte schick mir ein Screenshot. Das können wir machen. That the money, the money is on its way. Do you know why? As soon as I see that the money is on its way, I will start to do the arbitrage for you. That you deserve. Not waste some time. Ja? Und das nächste ist, das Gute ist. Ja, sag mir. Ich bin so spannend. Nein, es ist nicht spannend. Ich will so schnell wie möglich einmal das Tiny House für dich verdienen. Okay. Wenn du das Tiny House hast, ja, and you will do the payout. And right. You will buy the house. You will come back to me and invest again. So. I will. Dann große Haus vielleicht auch noch kaufen. Ganz genau. We will work. I promise you, we will work the next 6 months to 1 year together. You very will be, good. You will be, it will be amazing for you. Das ist sehr gut. Und du wirst sehen. Aber du mir bei meinem Kopf ganz verrückt machen. Deutsch reden, Englisch reden. Können wir Deutsch machen? Natürlich. Guter Mann. Meine Chef immer sagen, guter Mann. Ja. Wir werden mit einem ganzen Bitcoin handeln. Das heißt, du wirst nicht nur 5.000 verdienen, sondern 10.000, weil meine 25 sind auch drin. 25 von dir, 25 von mir. Ja, ich werde jetzt also noch schneller einmal das Ganze für dich machen, damit du siehst, dass es einmal tatsächlich so funktioniert. Wenn das einmal soweit ist und du kaufst das Tiny House und alles, ich will nur eine Sache, dass du mir eine Sache versprechen tust. Ja, was soll ich machen? Wir werden dann, wenn du das Tiny Home hast und alles, wir werden dann weitermachen. Ja? Ich will dich als Kunden bei mir haben. Wir können machen. Wir können zusammen bei Garden sitzen und Tee trinken. Aber Geld verdienen zusammen. Natürlich, wir können das machen. Okay. Das ist immer sehr gut. Rakesh. Okay. Die Bank-Details hast du? Ich habe die bekommen, bei E-Mail drinnen. Genau. Sobald du einmal bitte die Überweisung gemacht hast, schick mir den Screenshot und ich rufe dich direkt nochmal an und ich starte den Handel, dann wirst du auch einmal hineinschauen und du wirst sehen, wie dein Konto wächst. Ja? Oh, ja, das ist sehr schnell gewachsen, von 0 auf 25.000 Euro. Und mein Geld ist auch schon, Überweisung machen, ist auch schon angekommen. Ich denke, ja, hast du, wenn du SEPA Instant gemacht hast, dann ja. Und ich habe Instant machen, aber schon angekommen. Ja, genau. Wie gesagt, wir wollen keine Zeit verlieren, wir wollen das einmal machen, wir wollen hier tatsächlich Geld verdienen. Du hast alles von mir, ja, wie auch die Bankdetails. Schick mir bitte einmal, wenn du jetzt, wie gesagt, die 25.000, wo du da siehst, die sind ja von mir. Aha. Ja, das habe ich ja einmal für dich gemacht. Das war mein Part. Du machst jetzt dein Part, damit ich so schnell wie möglich einmal anfangen kann, für dich zu handeln, okay? Das ist sehr gut. Aber wenn du den Geld nicht bei Bankaccount, aber nicht der Geld bei meiner Zuhause liegen, ich muss der erst bei Bank bringen. Okay, wann schaffst du das? Denn heute ist, Deutschen immer Wochenende machen, nicht arbeiten. Weil in India, Pakistan wird jeden Tag arbeiten. Ich kann nicht beim Montag bringen. Deine Bank müsste doch noch offen haben. Wo bist denn du? Bei welcher Bank? Sparkasse. Die bis 12 Uhr aufhaben. Jetzt wird fast 1 Uhr haben. Den Wochenende machen. Nur Automat. Zweimal bei einer Woche kann man ein Mensch dort reden. Andere okay. Tag nur Automat. Okay. Wenn deine Bank jetzt zu hat, kannst du nicht die Einzahlung am Automat machen und die Überweisung? Das I don't know. Habe ich noch nie ausprobiert machen. Ja. Immer nur Geld nehmen von denen. Ja, einzahlen geht auch am Automaten. Ja? Keine Problem? Ja. So, nein, gar kein Problem. Also bitte geh einfach zu dem Automaten. Mach das auf dein Bankkonto. Do the transaction. Send me the slip.
the screenshot. But I can already start today. And today to earn this 9,700 Sehr gut, sehr gut. Ich werde bei... We don't want to lose some time. Right, ich werde den machen. Ich werde dort bei der Bank hingehen. Okay, Rakesh, wann kann ich dich, wie lange brauchst du zu deiner Bank und zurück? Wann kann ich dich wieder anrufen? Ich muss warten, mein Bruder mit Auto gefahren zu Weekend Shopping machen. Wenn der kommt bei, weiß ich nicht, vielleicht 1 Stunde wieder, ich werde da hinfahren und dann E-Mail schreiben. Alles klar. Okay. Sollen wir das machen? Also gut. Ja, bitte. Sehr gut, sehr gut. Ich bin sehr freut, dass wir sprechen. Ja, natürlich. Bei mir geht es wirklich, wie gesagt, ich möchte einmal, weil wenn ich Zeit verliere und kein Geld verdiene mit dir, ja, dann verdienst du auch nichts. Dann dass wir schnell einmal Geld verdienen, ja, dass wir keine Zeit finden. Zeit verlieren. Wir machen. Ich werde mir anziehen und wenn meine Brüder gekommen, wir werden das machen. Alles klar. Ich rufe dich dann so um 2 Uhr, 2:30 spätestens nochmal an. Wir können dann machen. Alles klar. Okay. Also gut, Rakesh. Dann bis später. Bis später. Danke schon. Ja, danke, meine Bruder. Danke auch. Ja. Ja. Bis nachher. Tschüss. Boah, Freunde, das wird immer intensiver. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.